PGTA ist in der Tschechischen Republik erlaubt. PGTA, früher bekannt als PGS, ist ein genetischer Präimplantationstest für eine Aneuploidie. Dieses Verfahren beinhaltet die Kultivierung der Embryonen bis zum Blastozystenstadium und eine Biopsie, um eine Probe von Zellen des Embryos zu testen. Dieser Vorgang wird ohne Schädigung des Embryos abgeschlossen, so kann es für den Transfer zurückverwendet werden, um eine Schwangerschaft zu bewirken, sobald die Ergebnisse bekannt sind. Die Wahrscheinlichkeit, Aneuploidien zu entwickeln, steigt mit zunehmendem Alter der Mutter. Das bedeutet, dass die Frauen über 35 Jahre der Hauptgrund für Fruchtbarkeitsprobleme sind. Diese Methode eignet sich daher besonders für alle Paare im höheren reproduktiven Alter sowie für diejenigen, die mehrere Spontanaborte überwunden haben. Es ist auch für Patienten mit unbefriedigten Spermiogrammparametern bestimmt, weiter für Patienten nach der Geburt oder Abtreibung eines Fetuses mit angeborenem Defekt und nach einer onkologischen Behandlung mit Chemo- oder Strahlentherapie. Die Auswahl des Geschlechtes ist verboten, es sei denn im Falle einer seltenen spezifischen genetischen Erkrankung, die der Elternteil tragen würde, die nur für ein einziges Geschlecht des zu geborenen Babys riskant sein könnte. Die Länder unterscheiden sich auch in Bezug auf einige bestimmte Techniken. PGTA für Aneuploidien, PGTA, früher genetisches Präimplantationsscreening, ist in Bosnien und Herzegowina, Malta sowie in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Litauen, Norwegen, Slowenien, Schweden und den Niederlanden nicht erlaubt.